Penis! Und dieses Mal ohne einen dämlichen Reim. Ui! Ja komm, fangen wir mal hiermit an. Ja, will ich auch sagen. Nein! Ich dachte, du nimmst wieder Stein, ey. Na was? Ich habe aus meinen Fehlern der Vergangenheit gelernt. Glaube ich dir nicht. Und ich werde erstmal denselben Fehler machen, wie den ich immer mache. Das ist wirklich immer so der gleiche Zug, den du machst. Wirklich jedes Mal. Das hat auch seinen Grund. Ja, ich weiß, aber... Ich komme, Sam! Wir brauchen andere Farben. Ja, das wollte ich eigentlich auch machen. Also andere Farben hier draufhauen. Also, wahrscheinlich Drachental oder so ein Plan. Mountain. Nee, du, das lässt mal gut sein, ne? Das wollen wir nicht. Meinst? Ich mein. Job zur Volksabstimmung. Für das Deutsche Reich. Genau. Okay, dann legen wir mal los. Was haben wir denn hier gezogen? Was haben wir denn gezogen? Okay, wir haben das gezogen. Das ist nicht so gut, aber das kann man noch einigermaßen verkraften. Ich würde einfach mal sagen... Sagt er und hat verloren. Ach, fake. So. Das gefällt mir weniger. Das hat zwar jetzt nicht so schöne Farben, aber dafür sind es zwei Berge. Ein Lens mit zwei Bergen. Dann kommt noch das hier. Wow. Ich werde dich gleich mit Verteidigung töten. Greif an mit heißer Luft. Das ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Was macht denn der Berg als Stärke? Der Berg, der haut 200 Angriffs... Drachegeflügel, das Ungeheuer und Donner. Okay. 200 Angriffs und Verteidigungspunkte halt. Drei Typen, die ich voll nicht habe. Aber du hast einen Käfer. Ja. Damit, Und ich kann dir sagen, hier in diesem Deck, da es ein Drachendeck ist, gibt es keine Sprengkugeln. Also keine Angst. Das wäre auch ein bisschen undrachenmäßig. Naja, so, jetzt hau ich dir erstmal das hier weg. DNA-Operation. Was geht da Drache? Es muss einen Sinn haben, dass du den reingelegt hast. Natürlich, weil... Ja, dann kannst du einen tippen. Ach, mit, okay. Ja. Dann hast du nochmal gleich eine Verteidigung. Achso, du wartest, bis du da. Okay. Und du ziehst noch die Karte. Okay. Hast du jetzt nochmal einen Maskettendrache rein? Hä, du hast kein Monster mehr, mit dem du angreifen kannst. Deswegen lohnt sich das nicht wirklich. Ich hab was ganz anderes vor. Ich kann mit dem Dinger, mit meinem Verteidigungsmonster... Oh nein, die Level... Den habe ich auch in meinem alten Deck gehabt, also mit seinen Leveln, zumindest bis Level 7. Ich weiß nicht, ob der noch höhere Level hatte. Ja, noch ein Level 10. Hm. Die habe ich nie gesehen. Ich habe nur nie gesehen, dass die irgendeiner besitzt. Oh boy, das gefällt mir schon gar nicht mehr. So. Aber weißt du, was dir noch rein gar nicht gefallen wird? Was? Diese Karte. Absteigen, und dann hast du noch ein Level auf. Oh, Kacke. Was mache ich? Ich brauche mehr Karten. So. Ja, Level 7 habe ich. Die habe ich. Also bis dahin, die habe ich immer noch in meinem alten Deck. So, warte mal. Dann kommt diese Karte hier. Und dann noch mal ein weiteres süßes Mönsterchen. Oh, fick. Oh, ein Kumpel von mir hatte den geliebt. Den hatte ich auch dreimal damals, ja. Schon mal da. Da sind noch. Und dann... Was kann das Monster eigentlich noch mal? Ich habe den Effekt nur noch so geringfügig im Kopf. Du kannst ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen, zerstöre alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert, deren Angriff kleiner oder vielleicht der Angriff des auf dem Friedhof gelegenen Monsters sind. Okay, das klingt sehr interessant. Bringt mir aber gerade nichts. Also, ich lasse dich noch mal einigermaßen davon kommen, ne? Am Leben! Ja. Ja.
Aber ich habe hier noch so viele andere Überraschungen drin, das glaubst du rein gar nicht hier. Nein, nicht diese Karte. Du Arsch. Die wollte ich eigentlich behalten. Das war was anderes als Dragon's Bad. Hm? Was? Wie? Dragon's Bad, ja. Was ich da rauskauen hab gerade. Wenn ich das aktiviere, muss ich, wenn du zum Beispiel eine Fallkarte aktivierst und das ein Monster von mir, also ein Drachentyp-Monster, halt als Ziel nimmt, kann ich Dingsen, du weißt schon. Eine Karte aus meiner Hand abwerfen, Dingern meine ich, Dingern. Eine Karte aus meiner Hand abwerfen und dann kann ich den Effekt annullieren und die Karte vernichten. Okay. So, den übrigens für die Leute, ich habe den Schaden jetzt extra hingenommen. Das war's für mich. Einfach damit ich halt eine Karte ziehen kann. Aber ich greife auch nicht wirklich an. Okay, jetzt muss mal was gucken. Was habe ich denn jetzt eigentlich nochmal auf dem Friedhof alles? Interessant. Interessant. Nichts, was mir hilft. Doch, den Level 10er Drache hast du garantiert auch im Deck, ne? Den habe ich auch im Deck, aber den muss ich erstmal ziehen, bevor ich hier dingsen kann. Dingern. Zerstöre ich wenigstens den. Und dann beschwöre ich. Mach das Sperrdrache. Den hier. Oh, Alexandre Drache. Und du bist. Ich gehe einfach momentan noch kein Risiko ein. Ich warte gerade auf einen bestimmten Drachen. Ah. So, leg ich mal die verdeckt. Und die. Ebenfalls. Wenn ich halt den bestimmten Drachen habe, dann kannst du dich eigentlich schon verabschieden, so. Ja. Nee, das ist er jetzt auch nicht. Aber kannst du ihn eventuell angreifen, wenn du willst? Dann kann ich wenigstens eine Karte. Das hätte ich gern, ne? Ich kann die Karte ganz schnell. Ah, du mit deinen gerechten Homo-Speisen, ne? Homo-Speisen. Ja, Homo-Speisen. Okay, da würde ich jetzt einfach mal sagen. Soll ich mal angreifen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Habe ich gehört. Jetzt kommt sogar so eine Falle wie Spiegelkraft oder so ein Scheiß und alle meine Monster sind weg. Was hab ich gesagt? Also du kannst deinen Drachen aber nicht mehr holen. Ja, den kann ich nicht mehr holen. Ich könnte. Es gibt glaube ich eine Karte. Ja, es gibt eine Karte, aber den habe ich nicht. Aber ich habe trotzdem noch eine Möglichkeit. Die Karte hatte ich auch in meinem Deck. Einfach um noch eine Verteidigung zu haben. Was holt das ich? Den bewaffneten Drachen Level 5. Ich dachte, den kann man nicht. Den schon. Den, okay. Den Level 7er nicht. Den kannst du jetzt aber auch nicht mehr rufen, den Level 7er, ne? Nee, den müsste ich dann auf ein Dings. Den müsste ich wieder ins Deck packen, um das machen zu können. Mit Topf, der irgendwie blub. Okay. Na okay, hast du den Effekt von dem Ding aktiviert, ne? Nee, der aktiviert sich automatisch. Wenn das, ach so. Ding, wenn das Ding vom Feld zerstört wird und dann auf den Friedhof gelegt wird. I see. Das kann aber auch nur einmal pro Duell verwendet werden. So, was mache ich jetzt? Ich habe keine Monster, mit denen ich angreifen kann. Zerstör mein Monster, ich will eine Karte ziehen. Er macht es auch noch. Danke. Ja, klar.
Ja klar, ich muss doch irgendwie mal da aufräumen. Wenn ich da nicht aufräume, wird es mir irgendwann zu viel auf dem Feld. Tatsache, sein. Das sollte ich mir auch mal so ein bisschen auf die Stirn schreiben, wa? Wie mein, wenn ich da, wenn du zu lange wartest, dass ich dann irgendwas zu viel aufbaue? Ja, weißt du, wen ich gerade gezogen habe? Nein, irgendwas, was mir nicht gefallen wird. Nein, warte mal. Den Drache wahrscheinlich, den du brauchst. Oder? Oh, das so sieht also aus, okay. Eigentlich hätte ich den ja töten müssen jetzt, aber das ist mir so da so weit von egal. Ich kann den eh nicht gebrauchen. Also, aber wie hast du den denn jetzt weggeworfen? Hä? Damit das nicht passiert. Das hat gerade ein bisschen lang gedauert anscheinend. Was? Du hast den Käfer weggehauen? Durch den Effekt von meinem Drachen. Oh. Deswegen habe ich den auch abgeworfen. Ach so, das ist. Ich habe den Effekt gar nicht durchgelesen, richtig. Ja, ich werfe eine Karte aus meiner Hand ab. Also ein Monster. Und das Monster hat ja jetzt 3000. Und dann kann ich mir eins von deinen Monstern aussuchen, also offene. Und wenn die halt weniger als 3000 haben oder genau gleich, dann werden die vernichtet. Bei dem Level 7er war es so, dass das dann alle Viecher betrifft. Ah, okay, den Effekt der Karte kenne ich. Das ist ja genauso wie, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja, gibt ein paar Karten, die einen ähnlichen Effekt haben. Na komm, da ich keine Karte bekomme, passiert es mir nicht. Dumm gelaufen, wa? Ausgleich. Vorerst. Ich jetzt mal Karten ziehen würde, die ich brauchen könnte, wäre das voll Knorke. Meinst du wirklich, dass das Knorke wäre, nicht eher dufte? Ja. Ja, das meine ich. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob du Spiegelkraft mehr als nur einmal im Deck hast. Nein. Kann ich dir versichern, habe ich nicht. Nein. Okay. Dann zerstören wir mal zwar mit Sakuretsu-Rüstung oder irgendeiner anderer Karte. Siehst doch, komm. Ich hasse dich. Das war aber knapp. Weil wenigstens nicht so viele. Das betrifft aber nur ein Monster von mir, ne? Alle, die angreifen. Oh, du Lutscher. Du hättest trotzdem meinen Velociraptor zerstören können, ne? Ja, ich weiß. Ich ziehe die falschen Karten zum falschen Zeitpunkt wie immer, das mache ich aber immer. Das ist irgendwie so eine Art Fluch. Ja, das ist immer so. Wird's passen? Das ist gut, wenn nicht, ist jetzt. So, dann um denselben Fehler wie vorhin zu wiederholen. Kann greif ja gar an, nicht sein, Homo, immerhin habe ich keine Karten unten. Greif an, Homo Dinosaurier. Homo? Oh. Das ist Drachen. Ich dachte, der heißt jetzt wirklich irgendwie so Homo. Homo Raptor. Könnte ich mir auch gut vorstellen mit diesen pinken Flügeln oder was das sein soll an den Seiten. Das ist Paradiesvogel. Aus Brasilien oder so. Jetzt sieht's nicht gut aus, wenn ich. So, damit lasse ich's mal gut sein. Für mich aber auch nicht, ich habe einfach nicht die Karten, die ich brauche. Und du bist gerade einstampfen. Und du bist gerade was? Die hätte ich doch mal vereinsetzen sollen, ja, bevor ich mich die Karte durchlesen sollen. Ach. Egal, viel bei der Menge von Karten, die du hast, hätte es mir gerade eh nicht gebracht. Nicht sonderlich. Immerhin etwas.
Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Ich muss einfach die richtigen Karten ziehen jetzt gerade. Das ist einfach das Problem. Bei mir auch. Ich auch, ja. Ich habe einfach gerade so gut wie rein gar nichts, was in irgendeiner Weise interessant sein könnte. Ich habe auch gerade einen Fehler gemacht. Ach. Kommt damit, Moment mal. Ah, bin ich mal gespannt, was der jetzt raushaut, ey. Ich bin am Überlegen. Ich hoffe, da kommt nichts Gutes raus. Ich könnte natürlich jetzt Faxen machen, damit er nicht überlegen kann, aber das lasse ich mal. Nee, bei mir ist gerade nichts. Nix gut? Nix gut. Und. Warte, machen wir das nochmal? Falschen Karten zum falschen Zeitpunkt. Ah! Bringt mir jetzt so direkt noch nichts, aber rufen kann ich den ja trotzdem schon mal, den Süßen. Was bist du denn für einer? Und dann würde ich einfach mal sagen... Rado, könnte ein Pokémon sein. Hab ich glaube ich dann gar nicht so viel machen kann. Du! Aha. Hm? Ich wollte nur gespielt haben, um gespielt zu haben. Ich hätte zwar jetzt noch angreifen können, aber das wollte ich mir jetzt auch... Nee, wollte ich jetzt auch nicht machen. War mit Sicherheit ein Fehler, aber trotzdem. Ja, es war ein Fehler. Und holy moly, scholy toly. Ist nicht so geil. Ah, das Duell, das werde ich jetzt verlieren. Durchaus, durchaus. Muss nicht sein. Oh doch. So, der Effekt von der Karte erlaubt mir dann, dass ich nochmal eine Karte ziehen darf. Da ich ein Monster als Spezialbeschwörung beschworen habe. Das Ding sieht mehr aus wie eine... Wie Drache, eine Maschine, ne? Ey. Ja, dann, ich finde, das sieht aus wie ein mehr wie ein Drache als ein Dinosaurier. Aber, naja. But what will you make? I don't know. MK würde sagen, Kuchen. Kuchen? Kuchen. Sahnetorte. Muffins. What will you make? Donuts! Indeed. Certainly indeed. So, dann Säbel Dino Pupser Attacke auf seine... nein. Also, ich muss jetzt eine bestimmte Karte ziehen. Könnte ich eventuell noch was rumreißen, aber auch nur eventuell. Hä? So, bei mir war es das erstmal. Die Karte, die ich gezogen habe, ist schon mal nicht schlecht. Die könnte mir vielleicht nachher benützlich sein. Ne, ich hab verloren. Ja. Musst du nicht. Doch. Hört sich an, musst du nicht. Du musst nicht verlieren.
Ich habe aber verloren. Also wenn ich jetzt Dingens ziehe, den Totenkopfhöhle, dann ja, dann könnte ich mal vorstellen, dass du verloren hast. Totenkopf was? Totenkopfhöhle. Alter, das nochmal. Was waren das nochmal, Totenkopfhöhle? Totenkopfhöhle war verbanne eine beliebige Anzahl von Monstern aus dem Spiel und für die Menge der angezahlten der entfernten Monster dementsprechend kannst du ein Monster zerstören. Zum Beispiel, wenn ich 4 Monster aus dem Spiel verbanne, könnte ich ein Monster Level 4 zerstören von deinem Feld. Oder das 6 Monster, ein Monster Level 6. Und so oft ich will, halt. Finde ich ganz praktisch. Und geht natürlich wunderbar in der Kombination mit meinem Dinosaurier da. Ja, dein komischer Homo-Dino da. Ja, den ich 3 in meinem Deck hab. Der ist scheiße. So, damit beende ich meine Phase erstmal. Ja toll, den hätte ich vorhin gebraucht. Wichsnudeln, ey. Wichsnudeln. Scheiß drauf. Ich hab eh verkackt. But that's like I said. What would you make? Kuchen, Donuts, Muffins. Boah! Sahnetorte, Hundekuchen. Oh, you dare you. Das war mir natürlich klar, dass er sich jetzt in Verteidigungsposition setzt, aber ich hab eh verkackt. Das ist einfach das Problem, ich habe das Deck noch nicht so ganz ausgereift. Das ist das ja. Das war jetzt der erste Feldtest. Aber aus Fehlern lernt man. Und dann kann ich das Ganze natürlich noch verbessern. Aber ich glaube besser, ich werde kein einziges Deck besser hinkriegen als mein Ausbluter-Deck. Ja, das war wirklich genial. Du mit deinem verdammten Homo-Dino, ey. greifst du auch meine Lebenspunkte nochmal mit dem Level, mit dem Nullpunkte-Ding an? Ich will wissen, wie heiße Luft sich anfühlt. Ja, den gebe ich dir. Ja. Heiße Luft! Warte. Jetzt kommt's. Warte. Ich glaube, das kann das nicht bearbeiten. Kein Schaden. Warte. Bei mir steht auch die ganze Zeit, warte. Dabei kann ich nichts machen. Ich glaube, es hat wirklich Probleme gehabt, das Ding zu bearbeiten. Warum bist du jetzt in der Main Phase 2? Weil Fehler und so. Yay! Ich könnte kotzen! Naja, scheiß drauf. Bam! Oh, jetzt kommt! Passend, aber ein bisschen spät. Ich wollte gerade deinen verdammten Homo angreifen mit der heißen Luft. Nee. So. Bam, Battleface. Heiße Luft. Schmeckt die heiße Luft. So. Ich wollte dich eigentlich demütigen. Mit dem Dino. Ja, das hast du hinbekommen. Das hast du eindeutig hinbekommen.
Das wollte ich unbedingt tun. Ich wollte ihm nochmal ein bisschen Angriff geben. Yes. Ja, da würde ich sagen, habe ich verkackt. Eine dritte Runde wird es auf jeden Fall geben. Denn dann steht fest, wer ganz gewonnen hat, würde ich sagen. Jetzt steht es ja 1-1. Es muss ja einen Sieger geben. Ja.